kommt von, bei mir kommt es jetzt gerade von Epic. Weil ich es ja schon hatte. Ich habe es mir ja, ich verlose es ja. Genau, da ist es. So. Finde ich auch schön groß, aber ja. Ein Epic-Freunde-Fenster. Ich habe ein Epic-Freunde-Fenster. Surviving the Aftermath. Schuh, zuck. Normales Spiel. Prolog. Die moderne Zivilisation ist untergegangen. Sie zerfiel in einer Zeit, als rivalisierende Supermächte um Macht und Ideologien kämpften. Zu sehr auf sich selbst konzentriert, bemerkte niemand, welche globale Gefahr drohte, bis es zu spät war. Ist natürlich reine Utopie. Wer würde da, ne? Ja, es ist eines dieser Spiele. Es sind sogar zwei, die genau fast gleich sind. Endzone und Surviving the Aftermath. Das soll ein bisschen besser sein als Endzone. Naja. Es regnete Feuer vom Himmel, als Tausende von Kometen in das innere Sonnensystem eindrangen. Auf der Erde wurde ganze Städte dem Erdboden gleichgemacht. Achso, Nationen verschwanden und die Überlebenden führten jahrzehntelange Kriege um die kümmerlichen Reste, bis es keine Armeen mehr gab, die sie befehligen konnten. Wir sind die letzten Menschen auf der Suche nach einer Heimat, wo wir einen Neuanfang wagen können, in der Ära des Aftermaths. Weiter. Total an. Ja, auch an. Schwierigkeit. Das hier. Leicht. Das Schlimmste ist voll. Zeit für einen Neuanfang. Wir machen natürlich alles so leicht wie möglich. Immer. Jawohl. Genau. Jo, Überleben und Effizienz. Komm, zack. Spezialisten randomisieren wir, weil die Zeit, um sich da genauer zu dingsen. Ne? Weil das spielen wir mit Sicherheit dann nicht als komplettes Let's Play, sondern wirklich nur, um jetzt mir hier zu gucken. So. Haben wir da irgendwas, was mir besonders gut gefällt? Nein. Randomisieren. Bis auf. Ach nee, 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 also die. Machen wir eine grüne Flamme. Oh, komm, das sieht doch gut aus. Zack. So, Koloniename. Bandalonien. Das ist ein bisschen doof, ne? Koloniemotto. Nee. Sammle und spare. Ja, ganz nach dem Motto. Und weiter. So, ja, genau. Spiel starten. Mit der richtigen Medizin können Sanitäter erste Krankheiten heiraten. Heilen. Wie komme ich jetzt auf heiraten? Hilfe. Ja. Ernte fällt er vorzeitig ab und einen Erntefluss beim Eintreten einer Katastrophe zu vermeiden. Heiraten. Der Lagerplatz bildet das Zentrum der Kolonie. So. Überhaupt nicht meine Art Spiel. Von der Idee her ja, aber. Das ist so laut, oder? Bah. Gut. Wir bewegen die Figuren nicht. So. Bewege die Kamera. Genau, machen wir erstmal. The world
Ein Stück bewohnbares Land zu finden ist nicht so einfach am Ende der Welt. Was du vor dir siehst, ist alles, was von uns und dem Planeten übrig geblieben ist. Jetzt liegt es an dir, mit deinen Leuten und den spärlichen Mitteln, die dir zu Beginn zur Verfügung stehen, eine neue Gemeinschaft aufzubauen. Willkommen in der Postapokalypse, Überlebender. Beginne mit der Errichtung eines Lagerplatzes, um das Zentrum deiner neuen Kolonie zu bestimmen. Okay, das geht hier. Lagerplatz. Ja, keine Ahnung. Machen wir doch einfach mal. Warte. Zack. Dann macht er das automatisch. Mhm. Oh, ja. So, öffne das Baumenü. Ja, ist doch Quatsch. Klicken wir mal da drauf. There are survivors waiting for a signal. Du kannst dir ein bisschen erleuchten und anladen, sobald der Lager ist. Aha, Bauernährung und Kunft. Jetzt gucken wir erstmal nach dem Signal. Hat er eins gebaut? Your first colonists have arrived. Prompted by the signal flare, the rest of the group arrives at the prepared campsite. Despite all the hardship ahead, kann ich komplett nachvollziehen, ja. Das, ja. So, erste Siedler. Unterkünfte, das will ich doch. Da. Zelt. Nicht sehr stabil. Notunterkunft. Ah, ich darf zwei Stück bauen. Zack. Und. Deine Kolonisten, was? Sind eingetroffen, stehen bereit. Ja, genau. Wachstum zu helfen. Träger werden zum Bau von Gebäuden. Ja, genau, genau. Verstanden. So, Holz. Was ist damit? Ja, was macht der? Kann ich das machen? Nein. Okay, brauchen wir vielleicht noch einen. Oh, das ist groß. Okay. Komm, brauchen wir gerade noch eins. Machen wir noch das hier so. Dann reicht das nämlich. Ach, fertiggestellt. So, was hier? Ressourcen bilden die Basis für alles in deiner Kolonie. Sie können für den Bau von Gebäuden genutzt oder zu höherwertigen Produkten weiterverarbeitet werden. Und sehen, wie viele Ressourcen du aktuell auf Lager hast, klickt auf die obere Leiste. Weitere Details findest du in einem Statistikmenü. Verstanden. Okay. Ja, was ist damit? Notunterkunft? Die bauen vielleicht noch, oder was? Ah ja, die bauen noch. Gut. Dann warten wir, bis sie fertig sind. Nee, wie gesagt, ich habe früher ganz gerne sowas wie Masters of Orion oder so gespielt, aber inzwischen sind diese Strategiespiele dieser Art für mich also auch zu wenig Story. Ich spiele am allerliebsten Story-Games oder Games wie Satisfactory oder Forager mit viel Survival-Aspekten, aber wo ich das selbst machen kann. Mhm. Baue eine Wasserquelle. Okay. Da. Okay. Dann nehmen wir doch das da und den können wir. Ist das so gut? Ah, so ist toll. Ich glaube, das ist mördereffektiv. Nein, muss am Ufer stehen. Tut's doch.
Er muss am Ufer stehen. Achso, nein. Moment mal. So, Ufer. Ist das kein Ufer? Das ist ein Ufer. Ja, will ich doch. Ach so. Ja, wo willst du denn? Hier. Ja. Willst du mich? Was ist denn dein Problem? Es steht am Ufer. Ist irgendwie irgendjemand da, der mir gerade mal sagen kann, was das Ding von mir will? So. Was? Nochmal. Wasserspeicher, ja. Nicht, ja, muss bei Wintersturm beheizt werden, ja. Das da sieht doch ganz gut aus, aber er will halt überhaupt nicht. Ja, aber ach so. Ja, aber da, diese Stelle gibt es nicht. Da ist alles. Guck mal hier. Da. Ja, aber ich finde da keinen Platz, wo das zutrifft. Hier. Hier sind ja Bäume im Weg. Ich kann die Bäume noch nicht wegmachen. Wo soll man denn hin? Das ist doch alles Quatsch. Hat jemand eine Idee? Sag mal Leute, das ist der erste Teil vom Tutorial. Ihr wollt mich doch murmeln. Kriege ich trockene Augen von. Kann ich das Ding drehen? Danke. Sperrzone. Muss am Ufer stehen, steht am Ufer. Es gibt keine Stelle, die passt.
Sag mal. Kann doch nicht sein. Ja, kann man den irgendwie drehen? Ach ja. Danke. Nützt aber nichts. Mich auch völlig. Ach, was will der denn? Das Spiel endet sehr, sehr früh, weil... Was bitte? Ach so, warte mal. Jetzt verstehe ich. Ja, okay. Ja, so gut. Ja, dann baut mir fertig. Ja, ihr braucht Wasser, weil ich zu lange gebraucht habe. Das ist in Ordnung. Baue ein einfaches Lager. Keine Ahnung, dahin. Dahin. Ich mag das Spiel nicht. Der Steg musste ins Wasser rein. Es musste richtig rumgedreht werden. Es musste also funktional sein. Ja. Versetze eine Arbeiterzone. Arbeitszone. Das heißt, zack. Das, was heißt das? Verlegen. Was ist das für ein Ding gewesen? Ja, komm, dann da. So. Was ist mit der? Der ist fertig. Ja. Gut. Und das hier. Dann würde ich sagen, lassen wir doch da. Na. Zack. Ja. Ja, steigere die Nahrungsproduktion. Wie denn? Zack. Viecherhütte. Und Fallensteller machen wir doch beides. Viecherhütte stellen wir ans Wasser. Wir wissen ja jetzt, wie es geht. Tatsächlich. Und Fallensteller. Ja, komm. Zack. So. Ja, soll ich noch ein Wasserdings bauen, oder was? Ah, ist schon eine tot. Verdurstet. Aber der macht doch Wasser. Warum? Da, Wasser. Ich glaube, ich kenne die geheime Taste.